Nach Meldung verschiedener Nachrichtenagenturen haben am vergangenen Samstag rund 5000 Polizisten aus ganz Spanien in Madrid gegen die Sparmaßnahmen der Regierung demonstriert. Sie entschuldigten sich ausdrücklich dafür, dass sie nicht Banker und Politiker verhafteten. Bürger, vergebt uns, dass wir nicht diejenigen festnehmen, die wirklich verantwortlich für diese Krise sind, die Banker und die Politiker, hieß es auf einem Spruchband des Protestzuges. Wir hätten gerne an dem Generalstreik am 14. November teilgenommen, aber weil wir kein Streikrecht haben, demonstrieren wir heute, sagte der Chef der Polizeigewerkschaft SUP, José María Sánchez Fornet, bei einer Kundgebung vor dem Innenministerium. Bei vergangenen Demonstrationen in Spanien war es ebenfalls mehrfach bereits zur Teilnahme von Polizei in den Demonstrationen gekommen. Am 10. November hatten bereits 10.000 Militärs in Lissabon an einer Demonstration teilgenommen. Nach einem Protestaufruf linksgerichteter Militärorganisationen demonstrierten Angehörige der Streitkräfte in Lissabon mit einem Schweigemarsch gegen den Sparhaushalt für das Jahr 2013. Sprecher der Vereinigung 25. April kritisierten, dass durch die Auflagen der Troika für den 78 Milliarden Euro Hilfskredit bei der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds Portugals Souveränität in Gefahr geraten sei. Mit Blick auf den bevorstehenden Besuch von Frau Merkel erhoben sie die Forderung, die Regierung müsse jetzt demonstrieren, dass Portugal ein unabhängiges Land sei. Man werde alles tun, um nicht an der Unterdrückung der Proteste der empörten Bürger gegen die ungerechten Kürzungen teilnehmen zu müssen, heißt es in einer zuvor in Lissabon per Akklamation angenommenen Erklärung. An der Kundgebung im Zentrum der Hauptstadt nahmen nach Medieneinschätzungen rund 10.000 Militärs verschiedener Ränge teil. Der ehemalige Anführer der Nelkenrevolution im Jahre 1974, Otello Saravia de Carvalho, kritisierte die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen für den Besuch der Bundeskanzlerin als lächerlich, ungerechtfertigt und als Zeichen der Unterwerfung. Der Offizier, einer der Anführer der Nelkenrevolution, war nach dem Sturz der Diktatur 1974 zum General aufgestiegen. Er hatte im Vorfeld der Proteste gemahnt, dass der Protest des Militärs eine Warnung an die Regierung sei, die Sparmaßnahmen zu stoppen. Sonst kann es zu einer Revolution des Volkes kommen, gesichert durch die Sicherheitskräfte und das Militär. Zitat. Am vorhergehenden Dienstag, den 6. November, hatten in Lissabon bereits 5000 Polizisten gegen die Kürzungspolitik demonstriert. Zuvor, am 31. Oktober, hatten in Griechenland 200 Geheimdienstler gegen die Kürzungspolitik der Troika protestiert. Mitarbeiter des nationalen Nachrichtendienstes EYP gingen auf die Straße, um gegen die Etatkürzungen zu protestieren. Nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA fand die Demonstration am Dienstag, dem 31. Oktober, vor dem Ministerium für Bürgerschutz in Athen statt. Am 29. September dieses Jahres nahmen Gewerkschaften von drei Polizeieinheiten an Protesten gegen die Sparpläne in Portugal teil. Auch Teile des Militärs machten zu diesem Zeitpunkt bereits ihren Unmut deutlich. Ein Offiziersverband erklärte, dass man sich, wie uns die Verfassung vorschreibt, niemals als Repressionsinstrument gegen unsere Mitbürger instrumentalisieren lassen werde. Man habe vielmehr geschworen, diese zu verteidigen. Am 6. September dieses Jahres hatten sich in Athen während einer Demonstration gegen die Sparmaßnahmen der griechischen Regierung Polizisten gegen Polizisten gestellt. Dutzende Beamten blockierten die Zentrale der Bereitschaftspolizei in Athen, die kurzfristig nicht zu einem Einsatz gegen die Demonstration ausrücken konnte. Zuvor hatte am 10. Februar dieses Jahres der Vorstand einer der griechischen Polizeigewerkschaften mit der Festnahme der Troika vor deren Besuch in Athen gewarnt. Die sogenannte Troika besteht aus Experten von IMF, EZB und der EU. Nach Ansicht der Gewerkschafter untergräbt die Troika die nationale Souveränität Griechenlands. Durch die geforderten Sparmaßnahmen der Troika solle die demokratische Ordnung umgeworfen werden. An die Kontrolleure wurde eine schriftliche Erklärung geschickt, in der es hieß: Wir warnen Sie, dass wir die sofortige Ausgabe von Haftbefehlen fordern werden. Y como hablamos de...
Se le cobran por esta vida una maniobra de arrimar comida al calor.